Ja, hallo, heute bin ich hier mit Dada von der Menschlichen Welt. Das ist eine Partei, die dieses Mal bei der EU-Wahl mit dabei ist. Und ich werde ihm kurze, knappe Fragen stellen für euch für die EU-Wahl 2019. Hallo Dada. Hallo Paula. Du bist der Vorsitzende der Menschlichen Welt, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Dann wollen wir mal kurz durchgehen. Warum nimmt er an der EU-Wahl teil? Weil wir dazu beitragen wollen, dass die Menschen in Europa und in der ganzen Welt glücklicher leben können und dass auch die Tiere und die Pflanzen ihrer Natur entsprechend leben können. Das heißt, wir wollen eine Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur verwirklichen. Das hört sich schon mal ganz gut an. Ihr habt auf eurer Webseite steht, ihr wollt gesellschaftliche Probleme wie Flucht, Umweltzerstörung und Verarmung lösen. Wie wollt ihr das lösen? Diese Probleme entstehen durch ein falsches Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem, das auf Profitmaximierung ausgerichtet ist. Und wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das auf das Wohl aller ausgerichtet ist. Also ein Wirtschaftssystem muss geändert werden. Und das Wirtschaftssystem kann geändert werden durch das politische System in der gegenwärtigen Situation. Und deswegen nehmen wir an Wahlen teil, um den Prozess der gesellschaftlichen Änderung auch auf der politischen Ebene zu bewirken. Euch ist sehr wichtig die Achtsamkeit. Was bedeutet Achtsamkeit für euch? Achtsamkeit bedeutet für uns eine Bewusstheit von meinem eigenen Wesen, was mein Wesenskern eigentlich ist. Um tief zu sprechen, bedeutet es, eine Bewusstheit von mir vor meinen Gedanken und Gefühlen. Denn ich bin nicht meine Gedanken und meine Gefühle, ich bin mehr als meine Gedanken und meine Gefühle. Und Achtsamkeit bedeutet, diese Bewusstheit zu erlangen, und aus dieser Bewusstheit dann zu denken und zu handeln. Und wenn ich mit meinem Wesenskern in Verbindung bin, in dieser Bewusstheit, mein Wesenskern ist Güte, mein Wesenskern ist Glückseligkeit, dann denke und handle ich aus Güte und aus Glückseligkeit heraus. Und das ist für uns die Voraussetzung für ethische Führung. Deswegen sagen wir, dass Politikerinnen und Politiker, Volksvertreter in der Lage sein müssen, Achtsamkeitspraktiken zu praktizieren, um diese Achtsamkeit für sich selber zu üben und zu erlangen. Und wie bringt ihr die Friedenspolitik in die EU hinein? Dazu ist erstmal die Achtsamkeit der Entscheidungsträger notwendig. Daran arbeiten wir, indem wir Meditation zum Beispiel verbreiten, und wir wollen das auch im EU-Parlament verbreiten. Und dann hat die Menschheit ja schon Institutionen geschaffen zur Sicherung des Friedens, das ist die UNO. Und wir bestehen auf die Einhaltung der UNO-Charta, das heißt die Einhaltung des Verbots des Angriffskrieges, des Völkerrechts ganz einfach, dass das eingehalten wird. Dafür werden wir arbeiten im Europaparlament. Was möchtet ihr gegen die Armut tun? Die Armut ist eine Folge des auf Profitmaximierung ausgerichteten Wirtschaftssystems. Das Wirtschaftssystem muss auf den Bedarf, auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sein, dezentral organisiert sein. Das heißt, wir sind für eine grundlegende Reform der UNO in Bezug auf das Wirtschaftssystem und auch das politische System. Wie viele Kandidaten sind aufgestellt für die EU-Wahl bei euch? Wir haben 8 Kandidaten und Kandidatinnen. Wir drücken euch die Daumen. Alles Gute für die EU-Wahl. Danke, ganz herzlichen Dank. Danke, Danke, danke. Paula.